Dankeschön. Einen wunderschönen guten Abend. Wir fangen pünktlich an, um 8:15 Uhr. Die Live-Übertragung im Netz ist angeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Heute geht es um die Frage nach Alternativen zum liberalen Skript. Also es gibt ja so, Sie kennen sicherlich die These von Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, die im Wesentlichen darin besteht, dass es keine ideologische Konkurrenz mehr zum Liberalismus gibt, weil der Sozialismus als letztes großes Gegenskript oder als gesellschaftlicher Gegenentwurf zum Liberalismus mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Geschichte war, ne? Und damit sozusagen das liberale Skript einfach per Default, wie man im Englischen sagt, dann das Einzige, was übrig geblieben ist und damit globale Hegemonie erlangt hat. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wir haben mit China und Russland zwei Staaten, die auch die Macht haben, das liberale Skript herauszufordern und das auch tun, aber die Frage ist, wie weit sie das machen, indem sie ein alternatives Skript versuchen, nach vorne zu spielen oder ob das eher darauf abzielt, vielleicht das liberale Skript etwas umzuschreiben oder es weniger dominant zu machen. Das sind so Fragen, die wir heute Abend gemeinsam mit Alexander Lippmann und Genia Koska diskutieren dürfen. Das ist eben eines der großen Privilegien, die das Cluster hat. Wir haben neben den klassischen Politik- und Sozialwissenschaften eben auch eine sehr starke Komponente in den Regionalstudien. Die Freie Universität, aber auch die Humboldt-Universität hat also Institute im Bereich der Area Studies und die Freie Universität hat eben das Osteuropa-Institut, das es auch schon sehr lange gibt, und die Ostasien-Studien, die jetzt kein eigenes Institut haben, aber sehr prominent eben in den Geistes- und Kulturwissenschaften verankert sind. Und Genia Koska ist Politikwissenschaftlerin, Sinologin. Alexander Lippmann ist Ökonom und Politikwissenschaftler und Russland-Experte. Und ich darf Ihnen jetzt kurz Alexander Lippmann etwas näher vorstellen. Er hat eine wirklich ganz interessante Vita, weil wir gerade festgestellt haben, er hat nicht nur einen Doktor, sondern zwei. Ja? Einen nämlich von der Universität Mannheim und den anderen Doktor vom Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, was ihn schon verrät. Alexander Lippmann war auch eine Zeit lang in Russland und hat aber eben in Mannheim auch promoviert und beides mal in Ökonomie. Er ist also von Haus aus Ökonom, ist dann aber und ist dann, also er hat wirklich eine interessante Vita, dann ist er an die Frankfurt School of Finance and Management, dort ist er auf Genia Koska getroffen, die dort auch war, und danach ist er an die SWP, an die Stiftung Wissenschaft und Politik gegangen, um dann nach München an die Ludwig-Maximilians-Universität berufen zu werden, auf eine Professur für osteuropäische Studien am Institut für Soziologie. Ganz interessant. Also Alexander Lippmann ist passfähig nach allen Richtungen und kam dann 2020 an die Freie Universität auf eine Professur für Russland und osteuropäische Politik. Die ist gemeinsam mit dem OEI und dem Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft. Und dort hat er dann auch wieder Genia Koska getroffen, die jetzt gemeinsam im Cluster sind und dort auch gemeinsam ein Projekt machen. Also das ist alles ganz wunderbar. So, wie gesagt, wir fangen an, wie immer, mit Alexander, nicht wie immer mit Alexander Lippmann, aber mit dem ersten Redner. Und nach dem Vortrag werde ich dann auch noch Genia Koska gebührend einführen. So, Alexander, jetzt freuen wir uns auf deinen Vortrag zu Russland. Vielen Dank für die sehr nette Einführung. Ich freue mich sehr, da zu sein und ich hoffe, dass es mit dem Mikrofon schon alles funktioniert hat. Ich habe es richtig eingeschaltet. Die Frage, die wir heute besprechen werden, ist tatsächlich eine der spannendsten, denn vor 30 Jahren sah die Welt tatsächlich sehr klar aus. Wir haben den liberalen Skript und wir haben Alternativen zum liberalen Skript. Und Alternative zu liberalen Skript sind auch Skripte, sie sind klar definiert, sie sind gut organisiert und sie sagen auch ganz klar und ganz eindeutig, wo die Unterschiede zwischen diesen Alternativen und dem liberalen Skript selbst liegen. Und die Welt, in der wir heute leben, ist deutlich komplizierter. Und sie wird mit jedem Jahr komplizierter und komplizierter, in der Hinsicht, dass wir einerseits klar und deutlich Herausforderungen, ich weiß gar nicht, wie das die deutsche Übersetzung von Contestation sein sollte, Herausforderungen haben. Wir haben Kritik
an den liberalen Skript. Aber gleichzeitig ist es nicht klar und nicht eindeutig, was die alternativen Entwürfe sind. Was ist, was die kritisch gestimmten Mächte als etwas anderes als den liberalen Skript vorschlagen? Wir werden heute über Russland und China reden und ich fange an mit Russland. Und der Tatbestand, dass Russland eine Herausforderung für den liberalen Skript ist, ist, glaube ich, etwas, was ich nicht beweisen muss. Es ist absolut klar, mindestens seit dem Anfang des vollumfänglichen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor fast 2 Jahren. Der Angriff gegen die Ukraine war ein ganz klarer Bruch sowohl der Substanz der internationalen Normen, und da sprechen wir nicht nur von dem liberalen Skript, sondern eigentlich sogar viel tiefer von den internationalen Normen, die bereits vor dem liberalen Skript bestanden, vor dem liberalen internationalen Ordnung bestanden, etwa dem Grundsatz der Souveränität. Aber, und das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum der Krieg in der Ukraine als Zeitenwende wahrgenommen ist und wird, in der Art und Weise, wie Russland den Krieg begründet hat, wie Russland den Krieg rechtfertigt hat, denn es war keine Rechtfertigung, die auf irgendwelche Art und Weise Rekurrenz auf liberalen Skript genommen hat. Wir haben bereits Angriffskriege gesehen, die aber versucht haben, sich mit dem liberalen Skript zu rechtfertigen. Ob das gelungen ist oder nicht, ist eine andere Frage. Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine, Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine, ist ganz klar nicht in irgendwelche Weise in den liberalen Skript eingebettet. Es gibt nicht einmal einen Versuch, den Skript in den liberalen Skript einzubetten. Und auf diese Weise wuchs Russland zu einer ganz klaren Herausforderung für den liberalen Skript und für die liberale internationale Ordnung. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, es geht nicht nur um die jetzige Situation der letzten 2 Jahre, es geht um etwas, was wir bereits in den letzten vielleicht 10 Jahren beobachtet haben und was in der wissenschaftlichen Literatur unter verschiedenen Begriffen diskutiert wurde. Russland hat Unterstützung den befreundeten autoritären Regimen geleistet, bestes Beispiel ist Belarus. Russland hat Kontakte zu illiberalen Akteuren im Westen aufgebaut. Es gab Bereiche, wo Russland grundsätzlich das, was man damals controlled instability, kontrollierte Instabilität unterstützt hat. Also einen Zustand, in dem gar keine klaren Normen sich durchsetzen können, der aber Machtvorteile gibt. Also aus dieser Sicht ist die Vorstellung, dass Russland eine Herausforderung für den liberalen Skript ist, etwas, was gar nicht neu in den letzten 2 Jahren entstanden ist, wobei in den letzten 2 Jahren es natürlich eine neue Dimension bekommen hat. Die Frage, die ich jetzt besprechen will, ist, okay, wir sehen, dass Russland sich nicht an die Normen der internationalen Ordnung und der liberalen internationalen Ordnung hält und auch nicht versucht, eigene außenpolitische Handlungen und eigentlich eigene innenpolitischen Handlungen mit den Normen des liberalen Skripts zu rechtfertigen. Wofür steht jetzt eigentlich Russland in den internationalen Beziehungen und in der internen Politik? Und die Antwort wird leider eine sehr komplizierte sein. Und wir haben es mit Genie entschieden, dass wir unsere beiden Präsentationsteile ein bisschen symmetrisch aufbauen, indem wir zuerst über die wirtschaftlichen Aspekte und die wirtschaftliche Ordnung reden und dann über politische Ordnung. Bevor ich aber zu der wirtschaftlichen Ordnung im russischen Fall komme, glaube ich, macht es Sinn, damit anzufangen, was kritisiert eigentlich Russland an der liberalen internationalen Ordnung? Was sind die Aspekte, die Putins Regime zumindest rhetorisch ablehnt? Und wenn wir darauf schauen, dann werden wir feststellen, dass es 3 sehr unterschiedliche Argumentationslinien gibt, die zueinander zum Teil gar nicht passen, die aber alle Teil der russischen Rhetorik sind. Erstens gibt es, und das ist, glaube ich, das, worauf man insbesondere heute in der öffentlichen Debatte besonders viel Aufmerksamkeit legt, eine Art genuine, anti-westliche, illiberale Haltung. Die Vorstellung, dass die liberale Ordnung ein Attribut des Westens ist, das aber zur Machtausübung benutzt wird, dass Russland eine Art antikoloniale
Politik verfolgt, die mit dem globalen Süden oder der russische Staat spricht sehr gerne von der globalen Mehrheit im Einklang steht. Also genau das, woran wir gewöhnt sind im Sinne der modernen Kritik an der liberalen Ordnung. Die zweite Argumentation ist aber eine ganz andere. Da präsentiert sich Russland nicht als Gegensatz zum Westen, von dem die liberale Ordnung kommt. Russland präsentiert sich als der bessere Westen. Die These ist in diesem Fall, dass genau Russland das Land ist, wo die genuinen westlichen traditionellen Werte erhalten bleiben. Das heißt zum Beispiel konservative Familienwerte oder harmonische Beziehungen zwischen Kulturen und der Religion. Und es ist Europa, es ist die EU, es sind die Vereinigten Staaten, die heute eigentlich das verlieren, was den Westen ausmacht. Ja? Also kritische Linie Nummer eins, wir sind gegen den Westen. Kritische Linie Nummer zwei, wir sind eigentlich viel besser als der Westen, genau in dem, was den Westen ausmacht. Dazu kommt jetzt die dritte kritische Linie und die ist eigentlich die wichtigste, wie ich dann im Folgenden zeigen werde. Und das ist etwas, was ich als Minuskritik bezeichnen würde. Sehr oft argumentiert Putins Regime nicht, was Russland gut ausmacht, sondern was den Westen, eigentlich die ganze Welt, schlecht macht. Es geht gar nicht darum zu sagen, Russland ist besser in den oder den Aspekten. Es reicht zu behaupten, dass überall in der Welt dieselben Verhältnisse herrschen. Wir sind nicht sehr freiheitlich, wenn es um Wahlen geht. Naja, alle Wahlen in der Welt werden manipuliert. Wir haben korrupte Politikerinnen und Politiker. Alle Politikerinnen und Politiker der Welt sind korrupt. Der einzige Unterschied ist, es sind halt unsere korrupten Politikerinnen und Politiker, die in Russland regieren und dort regieren andere, aber alle verfolgen nur eigene Interessen. Also es ist eine Art allumfassende, zynische Vorstellung von allem, was in der internationalen und internen Politik passiert. Und das hat natürlich eine ganz klare Antwort, wie dann Russland funktioniert, nämlich man muss gar nicht begründen, dass man eine Alternative hat. Man behauptet eigentlich, man braucht keine bessere Alternative, denn keine bessere Alternative möglich ist. Überall in der Welt herrscht genau das, was Sie in Russland beobachten. Also wir sind kein Westen, wir sind besserer Westen. Oder der Westen ist eigentlich gar nicht so gut, weil nichts in der Welt gut ist. Alle sind dieselben Zyniker. Sie sehen, diese drei Argumente passen nicht ganz zueinander und bilden auf jeden Fall keinen klaren alternativen Skript. Und der russische Staat versucht auch nicht wirklich, einen klaren alternativen Skript aufzubauen, denn wenn Sie auf diese Argumente schauen, dann merken Sie, sie passen zu verschiedenen Audiences, zu verschiedenen Gruppen. Diejenigen, die antikoloniale Rhetorik toll finden, sind nicht unbedingt diejenigen, die von konservativen Werten überzeugt sind. Und diejenigen, die von konservativen Werten überzeugt sind, sind nicht unbedingt diejenigen, die sagen würden, naja, alles in der Welt ist sowieso der zynische Machtkampf und Russland ist da nicht anders als die anderen. Aber wenn man alle drei rhetorische Elemente betreibt, dann kann man natürlich alle drei potenzielle Gruppen ansprechen. Und das sehen wir, und das ist ja paradox, dass Russland viele Jahre sowohl die Unterstützung von den Rechten als auch von den Linken genossen hat, gerade weil sie unterschiedliche Aspekte in der Rhetorik von Putins Regime rausgelesen haben. Okay, wenn wir auf die Kritik von Putins Regime gegenüber dem Westen schauen, dann hilft es uns leider nicht zu verstehen, für welchen Skript Putins Regime eigentlich steht. Vielleicht bekommen wir mehr, wenn wir eigentlich auf die Politik schauen, darauf, was Putins Regime eigentlich macht. Und ich fange jetzt hier mit der Wirtschaft. Und ich fange mal mit einer Zitat, ja, jetzt probieren wir mal, wie Pointer funktioniert, sehr gut, die hier zu sehen ist. Auf alle Handlungen der Rivalen und Übeltäter werden wir eine einzige Antwort geben, die Erweiterung der wirtschaftlichen Freiheit. Das hat nicht Friedrich August von Hayek gesagt und nicht Ronald Reagan, das hat Wladimir Putin gesagt 2023. Nicht zum ersten Mal. Genau denselben Satz hat er 2022 wiederholt. Und ich habe jetzt mittlerweile eine große Sammlung von seinen Aussagen, die alle genau in dieselbe Richtung gehen. Wir brauchen freie Märkte, wir brauchen den freien und fairen Wettbewerb,
der faire Wettbewerb scheint überhaupt etwas zu sein, was für Putin ganz wichtig ist. Er betont diese These die ganze Zeit. Wir brauchen keinen Protektionismus. Güter müssen frei zwischen die Grenzen gehen. Wir werden nicht die Preise einfrieren, denn wir haben ja gesehen, was passiert, wenn man Preiskontrollen einführt. Denken Sie an die UdSSR. Am Ende werden wir uns auf die freie Wirtschaft verlassen. Die Vorsitzende des zweiten Kammers des russischen Parlaments ist sogar weitergegangen. Sie hat gesagt, sie wird sich jetzt vor dem Gebäude des Parlaments mit einem Plakat stellen, mit der Forderung der wirtschaftlichen Freiheit, und wird nicht weggehen, bis es wirtschaftliche Freiheit gibt. Okay? Also, eigentlich ist die Kritik von Russland gegenüber dem Westen zum Teil genau auf dem Primat der wirtschaftlichen Freiheit basiert. Sanktionen werden etwa als unlauter Wettbewerb präsentiert und Diebstahl am russischen Eigentum. Ja? Und es ist nicht nur rhetorische Argumentation. Wenn wir darauf schauen, wie der russische Staat funktioniert, dann merken wir, dass die liberalen, sogenannten technokratischen Beamtinnen und Beamten eine ganz große Rolle im Staatsapparat haben und eine deutlich größere als ihre systematischen ideologischen Widersetzer. Also diese zwei Personen, die Sie hier sehen, sind gute Beispiele. Oben sehen Sie die jetzige Vorsitzende der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina. Und das ist eine Person, die ganz entscheidend ist für die Funktionsweise der heutigen russischen Wirtschaft. Also gerade ihre sehr gut durchdachten Entscheidungen sind einer der Gründe, warum die Sanktionen viel weniger wirken, als einige verwurtet haben. Unten sehen Sie dagegen den einflussreichsten Vertreter eines echten alternativen Skripts, eines sozialistischen Skripts, Sergei Glasiev, der schon jahrelang für eine ganz andere Wirtschaftspolitik plädiert, mit Handelseinschränkungen, mit Nationalisierung, mit staatlichen Kontrollen und so weiter. Der Punkt ist nur, Sergei Glasiev hat rein formale Posten in den Regierungsbehörden oder in der Eurasischen Wirtschaftsunion, wo er kaum Einfluss ausüben kann. Elvira Nabiullina spielt eine primäre Rolle in der russischen wirtschaftlichen Verwaltung. Das heißt, den systematischen Kritikerinnen und Kritikern der liberalen Ökonomie gibt man in Russland gar keinen Platz, ihre Politik auszuüben. Und das trifft übrigens nicht nur für den Staat, das trifft auch für die Universitäten. Auch zwei Jahre später, nach dem Anfang des Krieges, setzt der russische Staat auf liberale Ökonominnen und Ökonomen. Wenn wir auf die russische Wirtschaftspolitik schauen, es gibt einen Aspekt, der nicht ganz genau zum liberalen Grundsatz passt. Das ist nämlich die Renationalisierung und Wiederherstellung der Kontrolle über strategische Unternehmen, vor allem im Erdöl- und Erdgassektor. Aber alles andere, ja, keine Umverteilung im großen Stil. Putin ist kein großer Freund von Welfare-Programmen und der Unterstützung der ärmeren Gruppen. Keine Eingriffe in die marktwirtschaftliche Preisbildung, da werden wir in Berlin mehr sehen als in Russland. Sehr geringe öffentliche Verschuldung, das ist auch für Putin ganz wichtig. Kein Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte, Russland hat einen sehr liberalen Arbeitsmarkt. Gute und, das wird wahrscheinlich für einige jetzt als etwas unerwartet klingen und ich bin gerne bereit, dann auf die Fragen einzugehen, relativ unkorrupte zivile Bürokratie. Russische zivile Bürokratie entspricht dem typischen Stereotyp der hohen Korruption nicht mehr. Und sogar Nationalisierung erfolgt eher durch Ankauf der privaten Assets als durch die staatlichen Eingriffe, wobei es die anderen auch gab. Also, Russland hat eigentlich eine lange Erfahrung von einer sehr liberalen Wirtschaftspolitik und diese sehr liberale Wirtschaftspolitik ist etwas, wovon Putins Regime auch massiv profitiert hat, etwa im Sinne des Zuflusses der westlichen Investitionen. Also, klingt fast so, dass der russische Staat, den wir gerade als eine große Herausforderung für den liberalen Skript beschrieben haben, wirtschaftspolitisch gar keine Herausforderung ist, sondern sich ganz genau an die Grundsätze des wirtschaftlichen Liberalismus hält. Ich erlaube mir zu behaupten, dass die Lage ein bisschen anders ist, nämlich weil die Vorstellung von dem wirtschaftlichen Liberalismus in Russland auch in Putins Denken
eine ganz andere Quelle hat als die Vorstellung von liberalen Märkten im liberalen Skript. Liberaler Skript ist am Ende über Freiheit. Und das heißt, die liberalen Märkte werden eben als ein Raum der Freiheit gesehen, wo freie Entscheidungen möglich sind. Ja? Wenn wir darauf schauen, wie die liberalen Märkte von Putins Regime rechtfertigt werden, etwa in Putins Rhetorik vorkommen, dann werden wir merken, es wird sehr oft die Rede von den freien Märkten gemacht, aber viel seltener von der Freiheit, die sie begründen müssen, sondern es herrscht eine ganz andere Vorstellung von den liberalen Märkten, die es historisch eigentlich auch gab, und das ist die Vorstellung von der freien Wirtschaft, der freien Marktwirtschaft, als Raum von Sozialdarwinismus. Und hier habe ich wieder ein Foto. Wenn jemand hier aus Russland käme oder längere Zeit in Russland verbracht hätte, hätte man diese Person sofort erkannt. Es ist ein Foto aus einem der populärsten russischen Filme der 90er Jahre, Bruder und Bruder 2. Und diese Person ist eigentlich, wie soll ich das sagen, ist ein Krimineller, ja? Der sich durch die Welt mit Gewalt, mit Gewalt durchsetzt. Und zuerst in dem ersten Film macht er das in Russland und im zweiten Film geht er in die USA und wiederholt genau dasselbe dort. Und das macht er zum Schutz eigener Familie und zum Schutz seines Bruders. Also es geht ihm darum, dass er sich der ganzen Welt widersetzt und dabei gar nicht so erfolglos bleibt. Bruder und Bruder 2 wurden zu kulturellen Phänomenen in Russland. Und sie zeigen sehr klar eine gewisse Haltung gegenüber dem wirtschaftlichen, aber eigentlich den gesamten Lebensaspekten, die zu diesem Zeitpunkt, das sind die 90er Jahre, in Russland entstanden ist und die, wie es zu sein scheint, gerade von Putins Regime sehr willkommen ist. Es ist die Vorstellung von einer Akzeptanz und sogar Korrektheit der Macht des Stärkeren. Man sagt einfach ganz offen, die Welt besteht aus Menschen, die nichts anderes wollen, als reich, erfolgreich und einflussreich zu werden. Vor circa halbem Jahr hat ein regionaler Minister in Russland in einem Gespräch mit Studierenden denen gesagt, was für sie das Wichtigste ist, um erfolgreich im Leben zu sein. Man müsse nämlich frech sein. Und dann erreicht man alles. Also, es geht um eigene Machtinteressen und die Machtinteressen setzt man durch. In einer rigiden Planwirtschaft der sowjetischen Art können diese starken Männer ihre Macht nicht so gut durchsetzen, sind eingeschränkt durch bürokratische Verfahren. Marktwirtschaft ist dagegen ein Raum, wo man sich einfach erfolgreich machen kann und das ist völlig okay. So sieht Putin auch den globalen wirtschaftlichen Wettbewerb am Ende als ein Nullsummenspiel, in dem der Stärkere sich durchsetzen wird. Also sein Liberalismus ist eigentlich gar kein Liberalismus der Freiheit, sondern eine direkte Aussage, wir brauchen einen freien Markt, weil es einfacher ist, auf dem freien Markt Einfluss auszuüben. Und das bringt uns zu einer etwas paradoxen Situation, nämlich man hat liberale Wirtschaftspolitik, aber gar nicht zwingend mit der normativen Rechtfertigung eines liberalen Skripts. Wie gehen wir damit um? Das ist eine große Herausforderung. Jetzt komme ich ganz kurz zur Politik. Mir bleiben nur 5 Minuten. Wie sieht es in der Politik aus? Politisch ist Russland auf jeden Fall kein demokratischer Staat, ist allerdings ein klassisches Beispiel der sogenannten elektoralen Autokratien. Man präsentiert sich als eine Demokratie. Putin hat sich mal sogar als letzter Demokrat in der Welt bezeichnet. Man führt regelmäßige Wahlen durch. Diese regelmäßigen Wahlen werden sogar in diesem Jahr stattfinden, nach dem Anfang des Krieges. Bei diesen Wahlen gibt es so etwas wie Wettbewerb. Es ist jetzt gerade spannend zu sehen, wie die russischen sogenannten oppositionellen Parteien, die eigentlich alle Putin unterstützen, ihre eigenen Kandidaten stellen müssen, die Putin kritisieren sollten, aber eigentlich nicht wirklich.
Und das ganze politische System ist als eine Imitation der Demokratie präsentiert. Und dieser Punkt wurde, wenn wir auf die Regierungsrhetorik in Russland schauen, nie wirklich in Frage gestellt. Russland ist ein demokratischer Staat, Punkt. Allerdings hier gibt es auch, anders als im wirtschaftlichen Bereich, eine auch ganz klare Einschränkung der Demokratie. Da gab es tatsächlich einen Versuch, daraus ein systematisches Konzept zu machen, vor circa 15 Jahren, die sogenannte souveräne Demokratie. Den Begriff verwendet man nicht mehr, aber das normative Bild ist da und ist jetzt, glaube ich, klarer als davor. Die Frage ist ja nicht nur, dass wir in der Demokratie durch Wahlen entscheiden, die Menschen durch Wahlen entscheiden lassen. Die Frage ist, wo sehen wir die Drohungen, die Herausforderungen für Demokratie? Und da unterscheidet sich der Skript, der von russischen Beamtinnen und Beamten und auch von Putin vertreten wird, sehr stark wieder von den liberalen Vorstellungen von der Demokratie. Wenn wir über Herausforderungen für die Demokratie im westlichen Kontext reden, dann werden wir mal über zu starken Staat reden, der am Ende demokratische Institutionen unter Kontrolle setzt, oder über radikale Gruppen, die den demokratischen Staat herausfordern. Putins Rhetorik sieht aber eine ganz andere Herausforderung als zentrale, die externen Einflüsse. Wenn Sie wollen, die Vorstellung ist so, die Menschen wissen eigentlich, was sie wollen. Sie wollen etwas im Interesse der Gesamtheit des Staates. Und wenn man sie ohne externe Einflüsse, die dann von den USA, CIA, MI6, welche Organisationen immer auch noch einfallen, frei entscheiden lässt, dann werden sie das Richtige entscheiden. Ja? Und eigentlich in Russland entscheiden sie für das Richtige, nämlich für Putin. Das Problem ist nur, es gibt diese externen Kräfte. Den Westen, die neue russische Rhetorik spricht sehr gerne von Anglosachsen, was das aber auch sein sollte, die fünfte Kolumne, die natürlich auch da die Sachen problematisch macht, die kleine Minderheit, die nicht versteht, was die Menschen wollen, und man solle die russische Demokratie genau von diesen Gruppen schützen. Man braucht eine Demokratie, in der diese externen Kräfte Demokratie nicht zerstören können. Ich muss ganz offen sagen, diese Rhetorik ist nicht ganz untypisch für westliche Länder. Und da haben wir auch Beispiele gehabt, wo gerade diese Art von den Bedrohungen für die Demokratie als zentrale wahrgenommen wurde. Und ich glaube, die Beispiele sind Ihnen allen bekannt. Der Punkt ist allerdings nur, Russland ist ein Land, wo diese Rhetorik besonders stark, besonders klar und zentral betrieben wird. Also, die These ist hier wieder, wir haben eine freie Entscheidung durch die Menschen, aber die Aufgabe des Staates ist auch, sie vor allem der großen Bedrohung der externen Einflüsse zu schützen. Und hier kommt noch ein Problem mit dieser Rhetorik. Putins Regime sieht souveräne Demokratie nicht als Exportkonzept. Dass in Russland eine souveräne Demokratie geben wird, die von den externen Einflüssen geschützt wird, ist dem wichtigen Status Russlands als einer globalen Macht zu verdanken. Kleinere Staaten müssen sich biegen. Wir müssen das machen, was von denen die Größeren fordern. Also wenn Sie wollen, die Vorstellung von diesem absoluten Primat der Souveränität in der Innenpolitik ist völlig kombinierbar mit dem absoluten Anerkennung des Rechtes einiger Staaten auf Einmischung in die Angelegenheiten der anderen Staaten. Eigentlich nicht jeder hat Recht auf Souveränität, nämlich nur der Stärkere. Und das bringt mich zu einem Konzept, das ich heute zum ersten Mal eigentlich präsentiere, deswegen Tanja, mal schauen, was du dazu sagen wirst, eine Idee dessen, was ich ein sozial-darwinistischer Skript nennen werde. Eine Vorstellung, die einfach bedeutet, dass das normativ richtige Ordnung eine ist, in dem der Stärkere seine Macht auf uneingeschränkte Weise ausübt. Und so muss es einfach sein. Ja? So ist es auch immer. Das ist die Behauptung. Das fordert liberale freie Wirtschaft, denn freie Wirtschaft ist am Ende der Raum, wo sich der Stärkere durchsetzen wird, mit wirtschaftlichen Mitteln. Russland ist übrigens ein Land, das selbst Sanktionen in seiner Außenpolitik extrem aktiv verwendet und verwendet hat. Und auch im politischen Bereich. Aber hier im politischen Bereich
ist die Vorstellung, dass man von externen Einflüssen schützen muss, wenn man besonders stark sein will, die zentrale. Und da entstehen viele Fragen. Also die erste Frage, ist so ein sozialdarwinistischer Skript überhaupt möglich? Denn Skripte müssen auch als normativ akzeptabel gesehen werden. Ist sowas, was ich jetzt präsentiert habe, auf irgendwelche Weise attraktiv? Nicht im Sinne des Handelns, natürlich ist für den Stärkeren attraktiv, Macht auszuüben, sondern auch im Sinne der Begründung dessen, was man macht. Wird jemand gerne eine Ordnung haben, die einfach den Grundsatz verfolgt, ich mache es, weil ich es kann, weil ich genug Macht habe? Die zweite Frage, die damit verbunden ist, ist es auch die Art und Weise, wie Putins Regime selbst das rechtfertigt? Also den sozialdarwinistischen Skript habe ich jetzt rekonstruiert. Es ist aber nicht das, was wir in der eigentlichen Rhetorik sehen. Wenn wir aber sagen, es gibt ein Set von Verhaltensregeln, der Art und Weise, wie man handelt, die aber nicht normativ bestätigt werden, wo es keine normative Grundlage gibt, die von allen anerkannt wird, ist das überhaupt ein Skript? Oder sprechen wir jetzt von einer Lage, wo gar kein Skript vorhanden sein wird, eine Art völliger Kollaps von klaren gemeinsamen Regeln, an denen alle halten werden? Und kann dieser Kollaps von allen Regeln eine Alternative sein zu einer liberalen Ordnung? Ich würde nicht so schnell diese Frage mit Nein beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Aber das lasse ich lieber für die Diskussion und würde gerne jetzt das Wort wieder an Tanja und dann an Genia übergeben. Dankeschön. Vielen Dank, lieber Alexander. Sozialdarwinistisches Skript. Nur mal ganz kurz zur Erinnerung, was ist ein Skript? Das sind sozusagen ein geteiltes Verständnis. Also insofern hast du völlig recht. Es muss schon ein gewisses geteiltes, intersubjektives Verständnis. Und da müssen natürlich dann auch diese Annahmen, wie eine Gesellschaft sozialdarwinistisch gestrickt ist und wie sie organisiert sein soll. Aber das muss eben von einer kritischen Masse von Menschen auch geteilt sein. Und wie weit das in Russland zutrifft, das wäre dann eine empirische Frage. Gut, jetzt kommen wir zu China. Also wie gesagt, Russland und China werden ja gerne, wenn Sie sich an die Vorlesung von Thomas Risse erinnern, gerne als zentraler Herausforderer des liberalen Skripts gesehen, vor allem auf internationaler Ebene, aber auch eben durch das Gesellschaftsmodell, was Sie selber darstellen. Und Genia Koska ist, wie gesagt, Sinologin, also sie ist Politikwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt auf China-Studien. Sie hat auch eine faszinierende Vita, sie hat ein internationales Baccalaureat, ist im Prinzip das Abitur, ne, gemacht. Und zwar, also jetzt muss ich das mal hier, am Li Po Kung United World College in Hongkong. Und zwar 1998, das war noch bevor über die Übernahme, also gerade du warst, also nachdem Hongkong sozusagen von Großbritannien an China zurückgegeben wurde. Dann hast du einen Bachelor gemacht an der London School of Economics, einen Master an Johns Hopkins University in den USA und dann dein PhD in Oxford. Also du bist im Prinzip viel unterwegs gewesen im Ausland, bist dann als Juniorprofessorin eben an besagte Frankfurt School of Finance and Management gekommen, endlich nach Deutschland zurück. Dann an die Hertie School, um dann schließlich 2017 an die Freie Universität auf eine Professur für China-Studien berufen zu werden. Und ist genau wie Alexander Lippmann eben seit letztem Jahr PI in unserem Cluster. Wir freuen uns sehr, liebe Genia, auf deinen Vortrag und jetzt auch der Kontrast mit Russland, wie das denn sich mit China verhält. Danke, Tanja. Genau, jetzt wechseln wir zu China und ich würde einfach mal anfangen mit einer Debatte. Generell gibt es sozusagen zwei Camps in der Literatur, was so Chinas Intentionen sind bezüglich der liberalen internationalen Ordnung. Zum einen ist sozusagen das eine Camp, das sagt, Chinas Aufstieg wird die liberale Ordnung nicht beenden. Ist also keine Herausforderung, keine große Gefahr.
Das eine Argument in diesem Camp ist, wofür steht denn China? Ist das chinesische Modell überhaupt attraktiv? Und immer wenn ich so Studierende frage, wie fühlt ihr euch, wenn ihr in einer Ordnung leben würdet, wo China sozusagen dominant ist, ja, da ist die Begeisterung immer so minimal. Ne? Keine Pressefreiheit, uigurische Minderheiten werden in Umerziehungslagern gesteckt. So richtig attraktiv erscheint das Modell nicht. Das heißt, bisher ja, gibt es eine Skepsis, dass so eine Weltordnung attraktiv ist. Und es liegt auch daran, dass diese Softpower, die China versucht, durch verschiedene Methoden sozusagen sich attraktiver zu machen, irgendwie funktioniert es noch nicht so ganz. Das zweite Argument in diesem Camp, warum sozusagen vielleicht China keine sozusagen Herausforderung ist, ist, dass China vielleicht gar nicht diese Ordnung ändern will. Und es liegt einfach daran, dass selber China sehr profitiert vom Status quo und selber Interesse hat, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Das ist anders als Russland. China ist sozusagen viel mehr integriert im globalen Handelssystem. Und deswegen sagen auch viele China-Experten und andere, wenn es zum Beispiel um Taiwan geht, China wird nicht Taiwan attackieren. Ja, weil selber China würde davon wirklich wirtschaftliche Nachteile bekommen. Außerdem sieht man, wenn man sich Chinas Rolle in den internationalen Organisationen anschaut, auch da, dass China jetzt nicht die internationalen Organisationen boykottiert, sondern in vielen Bereichen ist eigentlich China kooperativ und macht mit. Aber was China eigentlich möchte, und das ist sozusagen das Hauptargument in diesem Camp, China will sozusagen die Ordnung nicht umwerfen, sie will einfach ein paar Anpassungen machen. Also China geht es darum, sozusagen eigene Interessen durchzusetzen, aber keine Überwerfung. Das ist sozusagen die eine Seite von der Debatte. Die andere Seite sagt, nee, so ganz kann man das jetzt nicht sagen. Also China will eine Reformierung und vielleicht sogar die Ersetzung des liberalen internationalen Ordnungssystems. Und was sind hier die Argumente? Zum einen geht es wirklich darum, wenn man sich genau auch mal hinguckt, in dem Camp, die sagen, es geht schon darum, dass China seine Macht nutzen will, um die Ordnung umzugestalten. Da gibt es zum Beispiel Beispiele bei internationalen Organisationen. Anstelle zum Beispiel der Asian Development Bank hat China eigene Institutionen gegründet, zum Beispiel die Asiatische Infrastruktur Investment Bank. Oder wenn man sich zum Beispiel die neue Seidenstraße anguckt, das sind alles sozusagen neue Aktionen von China, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verändern und auch neue Partner zu gewinnen. Hier zum Beispiel ganz klar, man versucht das chinesische Modell auch in neuen Regionen zu fördern, ganz zum Beispiel im globalen Süden. Da haben wir zum Beispiel jetzt gerade eine Umfrage gemacht in 4 afrikanischen Ländern und wir haben einfach afrikanische Bürger gefragt, wie sehen Sie die USA und China und wer ist zum Beispiel eine Bullying Power, also wer ist sozusagen zu dominant? Und in allen 4 afrikanischen Ländern war ganz klar, USA wird als Bully wahrgenommen und China überhaupt nicht. Und das sind alles so Beispiele, wo man so sieht, da verändert sich so ein bisschen was, ja, und China versucht, neue Kooperationspartner in anderen Ländern zu gewinnen. Und ein anderes Argument sozusagen für die, also dass es China eine Herausforderung ist, auch einfach, China ist mächtiger und viele einfach das, also einfach der politische Staat Chinas ist autoritär. Und wenn man sich das genau anguckt, also der Staat spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft, dazu komme ich gleich. Es gibt mangelnde individuelle Freiheiten, also die meisten, also es gibt, die Medien sind staatliche Medien. Wenn man sich auch juristisch das anschaut, die kommunistische Partei, ja, sozusagen nutzt Gesetze, um ihre Ziele zu erreichen, aber die Gesetze sind nicht dazu da, die sich selbst einschränken zu lassen. Also Rule by Law und anstelle des Rule of Law. Genau, das sind so Argumente von diesen zwei Camps. Also manche sagen, China ist eigentlich
kooperativ, will sich eigentlich in der Ordnung, in der nationalen globalen Ordnung einfügen. Und andere sagen, nee, ganz so optimistisch kann man das nicht sehen. Genau, ich würde jetzt genau wie Alexander ein bisschen was über Wirtschaft sagen und Politik. Und dann können wir gerne diskutieren. Zum Thema Wirtschaft. Auch hier, ein bisschen wie Russland, muss man sagen, es ist eher eine marktwirtschaftlich ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Aber man muss auch da gucken, auf welchen Sektoren man sich fokussiert. Also es gibt manche Sektoren, wie zum Beispiel die Technologiensektoren, die sind eher liberal, also sind große private Unternehmen, die sozusagen den Sektor dominieren. Es gibt andere Sektoren wie Gas oder Telekom, da spielt der Staat einfach eine Rolle und ist ein also sehr sozusagen staatlich dominierter Sektor. Was wichtig ist, wenn man sich jetzt so die Wirtschaftspolitik Chinas anguckt, man sieht so eine Mischung. Zum einen will man wirklich innovationsfördernde Wirtschaftspolitik betreiben. Zum anderen aber sieht man auch immer wieder interventionistische Maßnahmen. Also es ist immer so ein Hin und Her. Und man kann jetzt nicht einfach sagen, China ist marktwirtschaftlich oder China, da ist nur der Staat dominiert die Wirtschaft. Aber was wir sagen können, seit Xi Jinping 2013 an der Macht ist, sind sozusagen, sehen wir eine stärkere Kontrolle in der Wirtschaft und mehr marktinterventionierende Politik. Noch ein bisschen zur Wirtschaft. Also man sieht, und es ist traditionell, natürlich Industriepolitik wird hart betrieben. Ja, wenn wir uns zum Beispiel künstliche Intelligenz angucken oder den Elektromobilsektor, wird vieles damit einfach sozusagen kontrolliert, indem ganz viel Geld reingepumpt wird in sozusagen in diese Strategiesektoren. Also Industriepolitik spielt eine wichtige Rolle. Kredite sind auch die großen Banken, Staatsbanken, sozusagen geben über 5-Jahrespläne die Richtung vor, wie sich die Wirtschaft entwickeln soll, welche Sektoren sozusagen im Interesse der Partei ist. Was für Instrumente werden benutzt? Viel bürokratische Kontrolle, aber auch das sogenannte Kadermanagementsystem. Also China hat ja viele Staatsunternehmen und diese Staatsunternehmen werden natürlich von Kader, also sozusagen Parteimitgliedern sozusagen geleitet und die kriegen dann immer pro Jahr bestimmte Zielvorgaben und erfüllen die. Das heißt, die Staatsunternehmen sind relativ leicht lenkbar für die Partei. Aber auch die privaten Unternehmen werden gelenkt durch die Partei, also große private Unternehmen müssen sozusagen auch einen Parteisekretär in dem Unternehmen drin haben. Des Weiteren, wenn man sich die Wirtschaft anguckt, und also das Land und Kapital bleibt weiterhin innerhalb des Parteistaats. Und das ist wirklich manchmal auch eine tolle Möglichkeit, ja, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel Solar und Wind fördern. Ganz am Anfang haben dann ganz viele Solarfirmen und Windfirmen ganz billig Land und ganz billig Kapital zur Verfügung bekommen. Und so hat es China dann geschafft, in relativ kurzer Zeit einfach Marktführer in diesem Bereich zu werden. Dann sehen wir einfach jetzt, wenn man sich das ganze Wirtschaftssystem anguckt, hat man früher vom Staatskapitalismus geredet, aber seitdem Xi Jinping sozusagen an der Macht ist, wurden Parteistrukturen noch mehr gestärkt. Und mittlerweile reden wir von einem Parteistaatskapitalismus, also nicht nur Staat, sondern Parteistaat, ja, weil die Rolle der Partei immer wichtiger wird. Genau, das ist ein bisschen zur Wirtschaft. Jetzt zur Politik. Die Politik, da sehen wir natürlich, historisch war China lange sozusagen auf globaler Ebene etwas vermeidend, insofern, dass man sich geweigert hat, bestimmte Verantwortungen zu übernehmen. Mittlerweile ist es aber wirklich so, dass China immer selbstbewusster wird. Und dafür gibt es viele Gründe.
Ein Grund ist, dass man unzufrieden ist mit der von den USA geführten liberalen internationalen Ordnung. Also wenn man sich jetzt, ich fasse hier so ein bisschen die chinesische Literatur zusammen, dort wird immer wieder betont, die USA nutzt die Ordnung als Werkzeug für die eigene US-Außenpolitik. Und wenn man sich die anguckt, weist halt diese momentan diese Ordnung interventionistische Tendenzen auf, die in den betroffenen Ländern zu katastrophalen Folgen führten und oft ein regionales politisches Chaos schufen. Das heißt, kritisiert wird, dass die Grundlage der internationalen liberalen Ordnung sind ausschließlich westliche Werte und das jetzige System hat es versäumt, verschiedene Zivilisationen und Werte in der Welt anzuerkennen. Das ist sozusagen die Argumente, die in der chinesischen IR-Literatur oft vorkommen. Jetzt seit der Pandemie, wissen Sie wahrscheinlich auch, hat sich ja sozusagen der Wettbewerb der Großmächte verstärkt. Und das ist sowohl in materieller Sicht als auch ideologischer Sicht. Und in China ist natürlich das auch polarisiert seit der Pandemie. Wir sehen ein Wiederaufleben des Machtwettbewerbes und das ist in China durch zwei weiteren Kräften begleitet. Einmal sehen wir in China eine Verschärfung des Nationalismus und wir sehen die Verfestigung des Autoritarismus. Also da so klassische Beispiele. China hatte immer so ein 5-Jahres-Limit. Sozusagen Xi Jinping, als er an die Macht kam, hat es ausgehebelt. Zum ersten Mal gibt es sozusagen einen Führer, der lebenslang jetzt regieren kann. Das ist wirklich gefährlich für China, weil vorher war es sozusagen immer klar, man kann höchstens 2 Terms haben. Also ein Xi Jinping könnte höchstens 2x5 Jahre regieren. Und mittlerweile ist klar, der Xi Jinping wird jetzt so lange, wie er kann, an der Macht bleiben. Und ihm bleibt auch gar nichts anderes übrig, weil er ja mittlerweile auch einige Feinde hat. Und sobald er abtritt, wäre es für ihn natürlich auch gefährlich. Das heißt, er hat kaum die Wahl. Er wird jetzt einfach so lange, wie er kann, dort regieren. Das andere ist aber auch, ja, also wir haben jetzt Nationalismus, wir sehen, China wird autoritärer. Zur gleichen Zeit fühlt sich aber auch China durch die Polarisierung und Feindseligkeit des Westens immer stärker in die Enge getrieben. Das zeigt ja auch China, wenn zum Beispiel Baerbock nach China kommt und eine Rede hält, dass China dann auch aggressiver sagt, wir brauchen keinen Lehrmeister des Westens. Ja, man fühlt sich da auch schon sehr kritisiert. Ergebnis generell von dieser mehr politisierenden Atmosphäre ist, dass China versucht, mehr sein politikwirtschaftliches Modell anzuwerben, vor allen Dingen im globalen Süden. Und man sieht, dass China aber auch selbstbewusster auf globaler Ebene agiert. Das heißt, China nutzt neue Hebel, um seinen Einfluss auszuweiten und ihre Interessen sozusagen und die derzeitige Ordnung sozusagen mehr nach seinen Interessen und seiner Ideologie umzugestalten. Zum Beispiel ist wieder Afrika. Ja, wenn man sich anguckt, China hat jetzt auch sehr viel in Medien dort investiert. Also Xinhua News hat über 30 Büros auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, die Medien werden dort sozusagen auch, also man kauft sich dort ein, man gestaltet dort die Medien. Und auch das ist sozusagen neue Form von Soft Power. Also was wünscht sich dann China? Also A, wünscht sich China, dass seine Großmachtstatus anerkannt wird. Und man wünscht sich eine gerechtere Verteilung der Vorteile in der internationalen Ordnung. Und man möchte sozusagen auch, dass den Widerstand gegen einige liberale Normen zugelassen wird, die wirklich aus Chinas Sicht im Kerninteresse des eigenen Landes sind und die Sicherheit des Regimes sozusagen beeinträchtigen könnten. Also
Hauptthema für China ist es, sozusagen ein China-Politik, dass das anerkannt wird und bestimmte nicht-liberale Elemente akzeptiert werden. Fazit, wenn wir uns jetzt das alles so anschauen, wir sehen auch hier also so richtig einen alternativen Script, der exportfähig ist, bietet China bisher noch nicht an. Es probiert es im globalen Süden, aber man kann jetzt noch nicht sagen, dass das wirklich attraktiv ist. Wir sehen im wirtschaftlichen Bereich viele liberale Praktiken. Also China benutzt liberale und nicht liberale Elemente in unterschiedlichen Sektoren, aber generell ist es ein sozusagen Parteistaatskapitalismus. Aber immer mit dem Ziel, sozusagen den Einparteienstaat zu erhalten. Und insgesamt würde man vielleicht sagen, man versucht einen schrittweisen und friedlichen Ansatz zur Reformierung und Veränderung der Ordnung. Also man will jetzt nicht wie Russland ganz dagegen sein, aber man versucht sozusagen schrittweise die eigenen Interessen durchzusetzen. China wird selbstbewusster, drängt auf radikalere Veränderungen und das versucht man, indem man neue Kooperationspartner bekommt, im globalen Süden und neue Allianzen schmiedet. Alexander hat mit zwei Fragen geendet, mache ich auch. Frage, ist es an der Zeit, dass sich die internationale liberale Ordnung ändert? Also es gibt ja auch dysfunktionale Elemente und wiederkehrende Krisen. Und wenn wir jetzt sozusagen uns vorstellen, wir haben eine multipolare Weltordnung, ist da ein neues symbiotisches System möglich, also die Koexistenz von verschiedenen Ideologien, Systeme, so wie sich das vielleicht auch China wünscht. Mit diesem würde ich jetzt auch den Vortrag beenden und freue mich auf Fragen Ihrerseits. Super, ganz herzlichen Dank und aufgrund eurer disziplinierten Vortragsweise haben wir auch wirklich viel Zeit für Ihre Fragen und Ihre Kommentare. Ich glaube, es gibt viel zu diskutieren. Insofern trauen Sie sich. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Russland bei den Argumenten, die Sie genannt haben. Wirtschaftspolitische Argumente, politische Argumente, fehlt da nicht der sicherheitspolitische Aspekt? Denn oder müsste man das nicht durch den sicherheitspolitischen Aspekt ergänzen, so vielleicht? Weil Putin doch immer wieder das Narrativ hervorhebt, dass er eine auch militärische Bedrohung für sein Land sieht, durch den Westen, durch die NATO und viele seiner Aktionen damit begründet werden, dass er diese Bedrohung in seinem Land verkauft als echte Bedrohung, ob sie eine ist, mag dahingestellt bleiben, und damit auch viele seiner Aktionen begründet. Ja, ja, da haben Sie absolut recht. Das ist auch ein relativ einfacher Punkt. Also außenpolitisch präsentiert sich Putin ganz klar als Anhänger der ganz simplen, realistischen Interpretation der Welt. Er geht davon aus, dass die einzige Art und Weise, oder behauptet zumindest davon auszugehen, dass die einzige Art und Weise, Bedrohungen abzuwehren, ist einfach eine Gegenmacht aufzubauen und rechtfertigt Teile seiner aggressiven Außenpolitik durch die angeblichen westlichen Bedrohungen. Ich habe das nicht in meinen Vortrag aufgenommen, weil es eigentlich kein Teil von einem Skript ist. Ja? Also die Rechtfertigung der Handlungen durch eine Existenz einer externen Bedrohung, das ist in jedem Skript vorhanden, wenn wir sagen dürfen. Wenn wir jetzt auf die aktuellen deutschen Debatten schauen, die sind auch sehr stark darauf fokussiert, zu sagen, okay, wir haben Bedrohungen, wir müssen darauf reagieren. Wahrscheinlich, was die russische Sicht darauf wirklich anders macht, ist die Wahrnehmung der Bedrohungen, zumindest die rhetorische Benutzung der Bedrohungen in der Argumentation. Das ist sozusagen kein Bild, wie die Welt organisiert sein müsste, das Russland zu exportieren versucht.
Wenn ich da ganz kurz anschließe, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, die Sicherheit. Also wenn Sie sich an den Vortrag von Thomas Risse erinnern, wo er über die liberale internationale Ordnung unterschieden hat, den westfälischen Teil und den liberalen Teil im engeren Sinne. Und im westfälischen Teil, also die Prinzipien souveräne Gleichheit von Staaten, die Nichteinmischung in innerstaatliche Angelegenheiten, damit verbunden auch ein UN-System, das für sich das Gewaltmonopol beansprucht und nur in zwei Fällen eine Abweichung von, was Anwendung von Gewalt durch Staaten angeht, zulässt, nämlich einmal die Selbstverteidigung und das andere, die Mandat vom UN-Sicherheitsrat mandatierte. Nun sind China und Russland beides ständige Sicherheitsratsmitglieder, die immer diese Prinzipien hochgehalten haben. Und die beiden, wenn ich jetzt Ihre Frage sozusagen noch ein Rad weiterdrehen darf, ist, wie verhält sich das? Also beide letztendlich. Ne? Das ist ja jetzt keine genuin liberalen Prinzipien, sondern Prinzipien, die von auch nicht liberalen Staaten jahrzehntelang mitgetragen wurden. Und hat Russland diese argumentativerweise verletzt? China stellt sich an dem Punkt hinter Russland. Also vielleicht könnt ihr beide noch mal kurz was dazu sagen, wie sich das sozusagen auf den Sicherheitsaspekt der liberalen internationalen Ordnung und deren Herausforderung durch China und Russland verhält. Also zu Russland ist es eigentlich einfach und schwierig gleichzeitig. Es gibt sozusagen die offizielle Begründung und die offizielle Begründung bezieht sich sogar auf ein Sicherheitskonzept, das man in Europa seit 1975 hat, seit Helsinki-Abkommen. Das ist die Vorstellung von der holistischen Sicherheit. Nämlich, dass die Sicherheit eines Landes nicht dadurch bedroht werden kann, dass ein anderes Land eigene Sicherheit aufbaut. Wenn Sie wollen, ist es ein System, in dem alle von allen gefährdet sind und gerade deswegen kooperieren. Ja? Russland benutzt diese Argumentation schon wirklich seit sehr langem, seit dem Aufbau von Anti-Missile Defense von den Vereinigten Staaten unter George W. Bush, wo man behauptet hat, okay, die Sicherheit Russlands ist einfach darauf basiert, dass es nukleare Kraft ist und die andere nukleare Kraft in der Welt, die USA, Russland ausgeliefert sind, ebenso wie Russland dieser Kraft. Und genau dieselbe Argumentation hat man versucht, im Fall der Ukraine aufzubauen. Ich sage ja nichts, ob es wahrhaft ist. Es ist nicht wahrhaft in diesem Fall. Aber ich spreche jetzt von der Argumentation, das ist ja die Frage. Man hat auch gesagt, der Aufbau der Ukraine in der Form, in der es heute passiert, die Stärkung der ukrainischen Armee, ob sie gab oder nicht gab, wieder eine andere Frage, die potenzielle Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, sind alle Sachen, die zwar ukrainische Sicherheit stärken, aber gleichzeitig russische Sicherheit schwächen. Und Sie merken schon, es ist eine Vorstellung von Sicherheit, die de facto ein Nullsummenspiel impliziert und passt auch sehr gut zu dieser sozialdarwinistischen Vorstellung. Jemand siegt, jemand gewinnt. Die einzige Art und Weise, wie zwei Raubtiere koexistieren, ist, wenn sie ihre Reviere markieren und ganz genau wissen, dass wenn man auf das andere Territorium kommt, dann wird man sofort Reaktionen bekommen. Anders geht es nicht. Ja? Und diese Vorstellung ist allerdings mit den westfälischen Komponente der internationalen Ordnung, der präliberalen Komponente, völlig kompatibel. Sie entstand auch in den Helsinki-Prozess als Teil von dieser präliberalen, also einfach internationalen Ordnung. Und das ist die Begründung, die Russland benutzt. Es wäre alles, wenn es nur diese Begründung wäre, wäre das Spiel eigentlich sehr einfach. Wahrscheinlich aber sehr unglaubwürdig für Russland, denn die Existenz dieser Bedrohung durch angebliche Stärkung der Ukraine wäre wirklich sehr schwer zu beweisen, wahrscheinlich unmöglich zu beweisen. Deswegen werden dann sofort ins Spiel auch andere Argumente gebracht und mein zentraler Punkt wäre, diese anderen Argumente sind einfach nicht schlüssig, sie passen nicht zueinander. Zum einen geht es hier um die Argumente, übrigens sehr liberale Argumente, die sehr nahe zur Responsibility to Protect liegen. Der Vorstellung, dass es in der Ukraine Gruppen gibt, die unterdrückt werden und Russland sie schützen sollte. Ja? Das ist übrigens wieder nicht präliberal, das ist absolut anti-westfälisch. China hätte überhaupt kein Verständnis für solche Art von Argumentation. Russland hat überhaupt kein Verständnis, auch wenn es auf Russland angewendet wird. Aber im Fall der Ukraine sagt Russland, und diese Argumente werden wirklich ständig benutzt seit der Kosovo-Krise, wenn ihr das macht, dann dürfen wir das auch. Ja? Und dann werden genau die liberalen Argumente kopiert und auf den ukrainischen Fall angewendet, ohne irgendwelche, also Rechtfertigung, also empirische Rechtfertigung ist da auch sehr, sehr fragwürdig, ist aber wieder was anderes. Und dann kommt noch die dritte Ebene der Argumentation und die dritte Ebene der Argumentation ist eine
ja, sehr tief historische. Und sie hat eigentlich Putin am besten präsentiert. Putin geht davon aus, dass die Ukraine ein Staat ist, der de facto von der sowjetischen Macht erschaffen wurde. Ja? Es gab davor keine Ukraine, es hätte keine Ukraine gegeben, hätte der sowjetische Staat gewisse Territorien nicht zusammengelegt, nicht gesagt, das wird die Ukraine sein. Also er sieht, das wird auch sehr gerne in Russland benutzt, Teile der Ukraine, ebenso von Kasachstan und anderen Staaten, als Geschenke von Russland. Und dann kommt ein sehr moralisches Argument eigentlich, ich kann es nicht anders nennen. Wir haben kein Problem, dass er unsere Geschenke behält, solange er sie nicht gegen uns verwendet. Aber wenn ihr irgendwie mit unseren Geschenken nicht so schön umgeht, dann haben wir das Recht, Geschenke zurückzunehmen. Und der Krieg in der Ukraine wird da wirklich mit diesem Geschenkrücknahme argumentiert. Und da geht es wirklich um nicht nur präliberal, sondern auch präwestfälisch. Ja? Wir erobern es einfach, weil wir mächtig sind, wir können das und sie haben sowieso keinen Anspruch darauf. Aber alle drei Narrative vertagen sich ja eigentlich jetzt nicht mit Chinas Präferenz für eine regelbasierte internationale Ordnung. Deswegen gehen ja, wie kriegt man das zusammen? Also, China ist ja interessiert an Regeln, ja, aber das Prinzip ist immer diese Nicht-Einmischung, weil man aus Eigeninteresse auch nicht will, dass andere Staaten sich in Chinas sozusagen Politik einmischen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie China während des Ukraine-Kriegs agiert hat, sieht man aber auch, dass China immer wieder mit Eigeninteresse sozusagen handelt. Ja, zum einen hat man gesagt, man ist neutral, aber neutrale Positionen gibt es in diesem Fall nicht. Und man hat sozusagen gesagt, ja, man sagt offiziell, findet man es natürlich nicht gut, dass sozusagen die Ukraine angegriffen wurde, aber man hat zur gleichen Zeit immer das Wort Angriffskrieg vermieden. Man hat sozusagen doch signalisiert, dass man auf Putins Seite ist. Insofern bleibt einem nichts anderes übrig. China handelt immer im Eigeninteresse. Und das ist eigentlich, der Ukraine-Krieg ist ein gutes Beispiel, dass China leider noch nicht global Verantwortung übernimmt, weil das ist einfach eigentlich keine Diskussion. Wenn man sich an die international liberalen Regeln halten will, ist das ein Angriffskrieg und muss kritisiert werden. Aber China hat da wieder den Blick, dass es eigentlich dieses ganze Geschehen eher so in diesem Anti-USA, China-USA-Konflikt interpretiert und nutzt einfach den Ukraine-Krieg auf der internen, domestischen Ebene halt den Krieg zu nutzen, Anti-USA-Stimmung im Land zu verbreiten und übernimmt aber dann natürlich international jetzt nicht die Rolle, die man eigentlich vom großen Staat erwarten würde, dass man so einen Krieg einfach verurteilt. Vielleicht bleibst du einfach da drüben, Inga, dann können wir uns den Saum teilen. Ja, vielen Dank. Ich wollte das Stichwort Parteistaatskapitalismus aufgreifen. Ich habe mir eine der Neuübersetzungen von George Orwells 1984 gekauft und da geht es dann um das Verstehen, also in einem der Kapitel des Resozialisierungsprozesses. Da wird erläutert, dass die Proletarier, also die Besitzlosen, nie die Macht ergreifen werden. Und dann wird eben abgestellt, wie die Partei Macht über Menschen gewinnt, nämlich indem sie sie leiden lässt und von daher auch das, die Idee von Würde von Menschen und sowas komplett ablehnt. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man sich die Frage stellt, inwieweit ist China an Regeln interessiert. Soweit ich weiß, ist das Menschenbild Chinas bei diesen Regelideen sozusagen ein ganz anderes als das, was in der Deklaration der Menschenrechte eigentlich mal als Konsens doch irgendwie formuliert worden ist. Spielt das bei Ihren Überlegungen eine Rolle? Und dann, wenn ein zweites Stichwort Sozialdarwinismus, wenn das Recht des Stärkeren gilt, ist meines Erachtens jede Regelbasis überflüssig bzw. nicht mehr existent. Also von daher kann es aus meiner Sicht auch gar kein Skript sein in dem Verständnis, wie es hier diskutiert wird, oder? Also das Menschenbild Chinas sozusagen, also ja,
Das ist jetzt eine komplizierte Frage. Also ich glaube, also in China hat der einzelne Mensch natürlich weniger sozusagen Rechte, sondern man sieht es wirklich eher, es muss sozusagen der Nation auch dienen. Und genau, deswegen sind ja auch zum Beispiel so Sachen wie das Sozialkreditsystem wird dort sozusagen akzeptiert, auch weil man denkt, das hat eine Rolle für die Gesellschaft. Ja, und man selber ist nicht so wichtig. Ja, man wird da vielleicht überwacht oder man wird da kontrolliert. Aber die Bürger sehen es schon auch so, dass das sozusagen gut ist für die Gesellschaft. Und insofern stellt man eigene Bedürfnisse vielleicht hinten an. Und das wird ja auch von der Propagandamaschine so gefördert, ja, dass man sagt, wir sind eine Nation, es wird immer sehr nationalistisch auch argumentiert und der einzelne Mensch ist nicht so wichtig, sondern einfach die gemeinsame Gesellschaft. Ja. Also zu Sozialdarwinismus kann ich ja ganz kurz sagen, das war auch ein bisschen meine eigene Frage, inwieweit man Sozialdarwinismus wirklich als Grundlage für den Skript nehmen kann. Einerseits, wenn wir die Aufgabe der Ordnung gerade darin sehen, die Macht einzuschränken, die Gewalt einzuschränken, so ein bisschen im Sinne von Hobbes, wenn ich das so sagen darf, eindeutig nicht. Und es ist völlig richtig, wie Tanja gesagt hat, ich glaube nicht, dass die meisten Russinnen und Russen sich zu diesem Skript bekennen würden, wobei das auch komplizierte und interessante Geschichte ist. Also diese zynische Vorstellung ist in Russland sehr verbreitet, dass die Welt einfach auf diese Weise läuft. Andererseits, es gibt auch Beispiele der gesellschaftlichen Bereiche, der Skripte, wenn Sie wollen, wo wir ganz klar akzeptieren, dass der Stärkere dominiert. Denken Sie an Boxen oder sowas, ist ja auch eine Ordnung. Ja? Und in dieser Ordnung dominiert derjenige, der dem anderen besonders stark ins Gesicht schlagen kann, sodass die Person danach fällt und nicht aufsteht. Wir sagen ja, Boxen ist eine sehr besondere soziale Subordnung. Wir wollen das nicht in anderen Bereichen der Ordnung haben. Putin legt das etwas breiter aus und sagt, es gibt auch andere Bereiche, wo diese Art von Herrschaft möglich ist. Und für mich ist das einfach eine interessante Frage, denn in den letzten Jahrhunderten hatten wir sowas nicht. Wir hatten immer die normativen Vorstellungen, die zwar nicht immer befolgt wurden, es gab immer genug Machtpolitik, aber irgendwo da hinten schwenkten. Können wir uns ein System vorstellen, wirklich gar keine normativen Vorstellungen dieser Art da sind? Ich würde gerne auch, also es ist eine Frage, die ich auch selbst nicht antworten kann. Also ich finde, Sie haben sehr schön im Prinzip das auch nochmal an die übergeordnete Fragestellung dieser Vorlesung zurückgebunden. Also was macht eigentlich das liberale Skript aus? Die Frage der individuellen Selbstbestimmung, und die wird ja nun, jetzt im chinesischen Fall, im Konfuzianismus, da spielt schon die Gemeinschaft, die Familie, das Kollektiv eine sehr viel stärkere Rolle als in liberalen Denktraditionen. Und dann kam der Kommunismus, wo sozusagen das Individuum komplett den Klasseninteressen untergeordnet ist. Und jetzt haben wir, wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen stärker geht das in Richtung Nationalismus, also die Partei, die sozusagen das nationale Interesse definiert und auch vertritt und aber auch da sehr stark dieses kollektivistische Element, was sich immer in einem Spannungsverhältnis zur individuellen Selbstbestimmung steht, aber eigentlich im chinesischen Fall schon sehr stark da sich unterordnet, bis zu dem Punkt, dass es durchaus auch illiberal sein kann. So, im russischen Fall ist es natürlich auch interessant, weil das, was du als sozialdarwinistisch bezeichnest, haben wir natürlich im Nationalsozialismus, also in faschistischen Skripten ganz stark. Ne? Da wird das sehr stark auf das Volk, gar nicht auf das Individuum, sondern auf das Volk. Das Volk ist entweder stark genug zu überlegen oder geht halt unter und muss dann auch untergehen. Ne? Und insofern gibt es da, glaube ich, schon gewisse Analogien zum Faschismus und zu dem, was wir im frühen 20. Jahrhundert durchaus als die dominanten Skripte hatte. Jessica Genua-Hecht, Sie erinnern sich, hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass das liberale Skript in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts noch sozusagen die Ausnahme und nicht die Regel war. Also insofern, glaube ich, gibt es da schon einen Resonanzboden mit eher faschistischen Denktraditionen. Da
Da muss ich tatsächlich aber einen Satz sagen, denn das Wort Faschismus ist ja, wir werden auch gestreamt und Leute werden das auch später sehen. Wir müssen natürlich bedenken, dass viele faschistische Konzepte auch sehr stark biologistisch sind. Das haben wir im russischen Fall gar nicht, auf keine Art und Weise. Das ist einfach völlig weg. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass faschistische Konzepte wirklich von dieser sehr starken Volksgemeinschaft ausgehen. Die Besonderheit des Skripts, auf den Putin sich bezieht, sind eben, dass diese Volksgemeinschaft, also er, in der letzten Zeit spricht er sehr gerne über Volksgemeinschaft, aber eigentlich war es gerade in Russland sehr schwach vertreten. Zum Beispiel Teil des faschistischen Konzepts, sogar des nationalsozialistischen Konzepts, war auch klare Umverteilung zugunsten der schwächeren Gruppen, die zu dieser Volksgemeinschaft gehören. Putin hat wirklich eine, also nicht nur Putin, sondern diese Vorstellung, die in Russland mindestens seit den 90er Jahren sich sehr stark etabliert hat, war, wenn Sie wollen, in dieser Sicht ultraliberal. Also nicht liberal im Sinne des liberalen Skripts, sondern im Sinne von Libertärsten, von Libertären, die einfach sagen, jeder macht, was er will und trägt voll die Konsequenzen. Deswegen auch da sehe ich keine eindeutige Analogie zu Faschismus. Interessanter Punkt. Das völkische Element fehlt total. Und dann haben Sie das, wir werden es von dem Anarchokapitalismus, Millet in Argentinien, ne? Jeder sozusagen. Das ist schon eine sehr libertäre Denkweise. Das geht dann wieder in die andere Richtung, da wo die individuelle Selbstbestimmung sozusagen komplett verabsolutiert wird. So, jetzt machen wir weiter. Genau. Ich hatte in den vergangenen Jahren in Tageszeitungen zweimal in längeren Artikeln zum Thema China von einem Dokument der Kommunistischen Partei Chinas gelesen, in dem diese wohl relativ offen und detailliert ihre Sichtweise auf den Westen oder ihren strategischen Plan im Umgang mit der liberalen internationalen Ordnung ausgeführt und dargelegt hat. Und ich kann mich jetzt leider nicht exakt an die exakte Zahl erinnern, aber das wurde irgendwie Dokument Number 5 oder Dokument Number 8 oder so genannt. Ist Ihnen dieses bekannt und welche Relevanz messen Sie dem eigentlich zu? Also es gibt die Charta Nummer 12, also geht es da um Meinungsfreiheit oder es gibt verschiedene, also es gibt auf jeden Fall, wo sich Intellektuelle sozusagen geäußert haben und es gibt verschiedene, wo Pressefreiheiten auch sozusagen, genau. Und die Frage war jetzt genau, warte mal. Der Inhalt ist und ob das Relevanz hat. Also es soll wohl irgendwie um den der Umgang Chinas mit dem Westen oder der liberalen internationalen Ordnung irgendwie näher, ist schon einige Jahre alt wohl und da haben die wohl sehr offen ja, die Ablehnung und die Gefahr, die sie darin für sich selbst sehen und so irgendwie analysiert und beschrieben oder so, keine Ahnung. Ich sag mir jetzt erstmal nichts. Wir recherchieren jetzt. Da würde ich zu diesem Punkt gerne nochmal nachfragen. Die Bedrohung des liberalen Skripts oder der liberalen Verhältnisse im Westen, um das mal so allgemein zu sagen, wie bewerten Sie die aus Sicht von Russland? Das wird ja auch immer angeführt, dass diese Verhältnisse eben nicht nach Russland überschwappen dürfen, sozusagen. Ne? Und bei China fällt sich das ja so ähnlich, oder sehe ich das vielleicht falsch? Danke. Ja, also ob China da jetzt Angst hat, dass liberale Elemente überschwappen nach China, also man, das Beispiel ist ja das Internet. Ne? Man hatte wirklich ursprünglich Angst, dass wenn sozusagen das Internet da ist, dass sozusagen die kommunistische Partei nicht mehr Führungskraft sein kann. Mittlerweile hat man ja viele Wege gefunden, weiter die Position der Partei eigentlich auszubauen. Also die Propagandamaschine funktioniert ja sehr gut. Das heißt, hat man jetzt Angst vor liberalen Werten an sich nicht? Aber so ganz selbstbewusst kann die Partei auch nicht sein. Also wir hatten ja jetzt bei der
Corona-Krise auch die Proteste gegen die Zero-Covid-Politik. Und da hat man auch schon gemerkt, dass sozusagen die Partei da auch sehr nervös wurde schnell, sobald die Studierenden anfingen, nach Meinungsfreiheit sozusagen die Meinungsfreiheit mehr zu fordern. Das heißt, man ist da sehr vorsichtig. Man nutzt viele sozusagen auch soziale Medien, um ein Stimmungsbild zu bekommen von der Bevölkerung. Man ist auch sehr proaktiv, sobald man merkt, da gibt es so Themen, die sozusagen Unmut in der Bevölkerung auch auslösen, dass man die sozusagen angeht. Insofern, glaube ich, hat man jetzt nicht Angst vor diesen liberalen Werten, aber man versucht, die Legitimität der Partei einfach auszubauen. Es war immer durch wirtschaftliche Faktoren, aber mittlerweile halt auch, indem man andere sozusagen Wünsche der Bevölkerung sozusagen voraussieht. Ja, es war also, als die Unmut gab wegen der Umweltverschmutzung, hat man halt lauter Kampagnen und drastische Mittel gemacht, um sicherzustellen, dass die Luft in Peking sauber ist. Ja, da wurden halt Fabriken gezwungen, wirklich aufzuhören zu produzieren, damit sozusagen die Luft sauber wird und damit die Bevölkerung glücklicher ist. Hat man da Angst? Also überraschenderweise ist es ja wirklich so, dass die Propagandamaschine funktioniert. Die Bürger sind generell sehr zufrieden mit dem jetzigen System. Die haben ja auch Zugang zu westlichen Medien, nicht zu allen Medien. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man jetzt denkt, da gibt es die nächste Revolution. Ja, man hat Vertrauen in die Partei. Man sieht auch, dass die Partei soziale Ordnung und Stabilität bringt. Man guckt sich andere Beispiele in der Welt an und denkt so, die Propaganda schafft es auch mal wieder, Beispiele aus dem Westen zu bringen und die Probleme des Westens zu thematisieren. Und insofern würde ich sagen, ja, ist da jetzt nicht so die Angst riesengroß. Also wovor man Angst hat, sind eigentlich eher die Probleme im eigenen Land. Ja, also das ist wirtschaftliche Probleme oder auch Ungleichheit. Und diese Probleme, glaube ich, die geben schon, also erzeugen schon Kopfschmerzen in Peking. Aber an sich Angst vor liberalen Werten oder so, glaube ich, ist jetzt nicht das Hauptthema. Also Russland ist natürlich anders. Russland ist deutlich näher an die Europäische Union, die kulturellen Beziehungen sind viel intensiver. Deswegen hat man dann schon, würde ich sagen, mindestens seit 2004, seit der Orangen Revolution in der Ukraine, ziemlich panische Angst. Man muss aber präzisieren, wovor. Und da würde ich wirklich zwischen rhetorischer und der politischer Ebene unterscheiden. Auf der rhetorischen Ebene hat man nicht wirklich Angst vor den liberalen Werten. Neulich hat Putin irgendwas über den exzessiven Neoliberalismus gesagt, das ist aber relativ selten in seiner Rhetorik. Man hat Angst vor dem moralischen Verfall. Wie genau dieser moralische Verfall sich dokumentiert. Also das letzte große Problem, für das angeblich die russische Armee in der Ukraine auch kämpft, sind die genderneutralen Toiletten, die russischen Soldaten auf den befreiten ukrainischen Territorien gefunden haben. Und davor will man die Menschen schützen. Wenn wir aber auf eine politische Ebene schauen, nicht auf die rhetorische Ebene. Ich würde tatsächlich behaupten, ist allerdings eine umstrittene Einschätzung, dass Putins Regime weniger Angst vor den liberalen Werten als solchen hat. Es ist nicht der Fall, dass er da draußen schaut und die frei protestierenden Menschen sieht, die Demokratie fördern und glaubt, okay, diese Menschenmasse wird uns zerstören. Also es ist keine monarchistischen Regime des 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts, die plötzlich mit revolutionären Frankreich konfrontiert sind. Putin sieht jede einzige Aktion der Menschen als Ergebnis der gezielten Politik von gewissen Kräften, die gegen Russland gerichtet sind. Das ist ultimatives Verschwörungsdenken. Also er hat keine Angst vor den liberalen Werten, hat panische Angst davor, dass der Westen die liberalen Werte benutzt, ein bisschen wie China, und dann die Menschen auf die Straßen gehen, die von CIA bezahlt werden, um die Interessen der Vereinigten Staaten in Russland durchzusetzen. Davor hat man panische Angst.
Das ist dann auch das Narrativ über den Maidan in der Ukraine gewesen, ne? Also dass von der CIA gesteuert die Menschen auf die Straße gegangen sind. Ja, erstmal schönen Dank. Also beide Vorträge fand ich wirklich sehr spannend. Mich würde mal mit Blick auf China noch interessieren. Sie haben jetzt so dargestellt, ja, so eine Art vielleicht Skript oder auch nicht Skript. Sie haben auch die Fragen formuliert, wobei ich sicherlich auch gerne da Antworten haben würde wollen. Ich habe auch keine, also ich kann auch nicht sagen, ob Systeme unterschiedlicher Natur da letztendlich auch existieren können. Aber was mich insbesondere noch interessiert, ist natürlich, Sie haben jetzt über China gesprochen, Sie haben sozusagen etwas dargestellt. Wie würden Sie das für Taiwan sehen? Also sehen Sie da ähnliche Ansätze oder sind die sehr gegensätzlich? Würden Sie für Taiwan ein liberales Skript sehen oder ähnelt sich das auch das, was in China selber passiert? Also Taiwan ist wirklich sehr anders. Ne? Da haben sich auch die demokratischen sozusagen Parteien setzen sich da durch. Da hat man jetzt über die, wenn man sich das jetzt anguckt, über die Jahrzehnte sind die Pro-China-Fraktionen in Taiwan schwächer geworden an sich. Und man merkt, dass an sich eine Unterstützung für liberale Werte da auch sehr Unterstützung in der Bevölkerung bekommen. Das heißt, Taiwan ist schon wirklich anders als China. Genau, ist ja auch, hat ja ganz andere Interessen, das Land. Ne? Also das ist ja sozusagen permanent vor Bedrohung vor der Haustür und man ist da sehr gewillt, sozusagen Partner global über liberale Werte auch zu gewinnen, um sozusagen China ein bisschen also gegen, also China eine sozusagen ein bisschen dagegen zu drücken, damit China einfach nicht Taiwan einnimmt. Ja, insofern glaube ich, sind das wirklich ganz andere Tendenzen, die wir da sehen. Gleichzeitig haben wir eine sehr intensive Wirtschaftsbeziehung. Also ich meine, der politische Schlagabtausch hält jetzt die beiden nicht voneinander ab, sehr eng und ganz liberal miteinander in wirtschaftlichen Beziehungen zu stehen. Ja, aber Taiwan achtet sehr darauf, unabhängig zu sein, also Semiconductor-Industrie, ne? Man ist da sehr darauf erpicht, dass man jetzt nicht in allen Bereichen sozusagen da sozusagen zusammenschmilzt. Ne? Ja, ganz herzlichen Dank für die interessanten Vorträge. Ich habe eine Frage noch zu Russland an Herrn Lippmann. Putin, also Ihre Ausgangsthese war ja, es gibt Russland folgt keinem klaren Skript, keinem klaren Konzept. Gleichzeitig stellen wir fest, dass Putin jemand ist, der sehr stark historische Narrative bemüht und in die Historie zurückblickt, teilweise auch die Historie umschreibt. Dieses historische Element, folgt das nur allein dem Kalkül der Rechtfertigung, Legitimierung seines Handelns oder drückt sich darin auch der Versuch, die Suche nach einem neuen Skript, nach einem gemeinsamen Verständnis aus? Danke. Vielen Dank, eine wirklich sehr spannende Frage. Also ich glaube, dass man auf jeden Fall bei den historischen Äußerungen von Putin auch ein bisschen den Wunsch merkt, aus diesen historischen Äußerungen eine Art gemeinsame Leitlinien für die Entwicklung des Landes und der Menschen im Land abzuleiten. Wobei man da auch ehrlich sein muss, ich zitiere jetzt eine Kollegin, die einmal gesagt hat, in Russland gibt es keine Ideologie, es gibt Bauchgefühle. Und sehr große Teile von den historischen Äußerungen von Putin sind eigentlich sehr schön verbal verpackte Bauchgefühle, die Putin einfach von einer normalen sowjetischen Schule, die er besucht hat, mitgenommen hat. Zum Beispiel die Vorstellung davon, dass Russland immer friedliebend war, also nie jemanden angegriffen hat. Dass Russland allerdings von allen Nachbarn, wirklich von allen ständig angegriffen war. Dass Russland sich schützen musste, dass dieser Schutz nur durch Anstrengung der Kräfte der ganzen Bevölkerung kommt. Also das sind die Sachen, die Putin sehr wahrscheinlich ernst übernommen hat, also an die er auch ernst glaubt.
und seine neulichen historischen Interessen dienen einfach dazu, dass er da über diese Geschichten irgendwas erzählen kann. Ja, und das macht er sehr gerne. Daraus leite ich aber nicht zwingend einen Skript. Denn man kann die russische Geschichte auch anders lesen. Man kann die russische, also in der russischen Rhetorik gibt es den Begriff Zivilisationsstaat. Zivilisationsstaat würde bedeuten, wir haben in Russland eine Art besondere Kultur, die auf einer ganz anderen Weise der Interaktion zwischen den Menschen basiert ist. Zum Beispiel kollektivistische Kultur. Es gibt den russischen Begriff Sabornost, das sich nicht übersetzen lässt. Also wir sind alle gemeinsam. Oder man kann auf die spirituelle Vergangenheit Russlands zurückkommen. Oder auf byzantinische Wurzeln, was auch immer. Und das macht Putin eigentlich überhaupt nicht systematisch. Ab und zu benutzt er diese Rhetorik, aber er vermischt sie mit den konservativen Werten, die eigentlich aus der Sprache der amerikanischen Traditionalisten kommen, die auch mit der Orthodoxie überhaupt nichts zu tun haben. Orthodoxie hat zum Beispiel gar kein Konzept von traditionellen Familienwerten. Es existiert da einfach nicht. Die Idee von Orthodoxie ist die spirituelle Lösung von der Welt, Mönch sein. Und konservative Familienwerte sind gewisse protestantische Kirchen aus den Vereinigten Staaten. Aber das benutzt Putin dann sehr gerne. Deswegen, ich sehe nicht, dass Putin diese historische Vergangenheit als Konstruktion eines Skripts benutzt. Und auch nicht wirklich diejenigen unterstützt, die sowas tun. Ich habe noch drei Fragen. Ich würde die mal eben sammeln. Ja, ich möchte nochmal anknüpfen an meine Frage von vorhin und meine Bezugnahme auf George Orwells 1984. Es heißt ja allenthalben, dass wir längst in Verhältnissen leben, die George Orwell sich noch nicht mal vorstellen konnte, was Überwachungsmöglichkeiten anbelangt und eben auch Manipulations- und Kontrollmöglichkeiten. Und ich interpretiere Ihre Beschreibung der Zufriedenheit der Mehrheit der chinesischen Bürger und Bürgerinnen so, dass Sie das eigentlich gar nicht stört. Die Frage ist, haben Sie überhaupt die Möglichkeit, sich zu äußern, wenn es Sie stören würde? Und was hätte das für Konsequenzen? Und da möchte ich darauf hinweisen, ich habe hier ein Buch über die Geschichte Chinas von ab 1800 und da ist eine Karikatur abgebildet von 1946. Da steht, der GMD-Staat mit Hitlergesicht abgebildet und dargestellt, dringt in das Privatleben seiner Bürger ein und macht normale zwischenmenschliche Beziehungen unmöglich. Ich finde das alles zutiefst beängstigend, muss ich sagen. Und die größte Freiheit, heißt es, glaube ich, ist die Freiheit von Angst. Wie soll diese Freiheit möglich sein, wenn wir unter solchen Verhältnissen leben müssen? Und da wäre meine Frage, ist das irgendwie Thema bei Ihren Forschungen? Wir haben gerade ein Experiment durchgeführt mit 5000 chinesischen Bürgern. Da ging es darum, wie lebt man in einem Überwachungsstaat und was für Emotionen zum Beispiel übt es aus. Da haben wir sozusagen wirklich verschiedene Szenarien gemacht und haben gezeigt, manchmal wird man überwacht über Kameras, manchmal wird man überwacht über Kameras und was man auf sozialen Medien teilt, wird zensiert. Und verschiedene Szenarien haben wir den Bürgern sozusagen gegeben. Und das Ergebnis der Umfrage oder des Experiments war eigentlich, dass, dass also an sich die Leute, die haben Angst und auch also haben negative Gefühle, in diesem Überwachungsstaat zu leben. Aber der hauptemotionale Effekt war, dass man weniger glücklich ist. Also die positiven Gefühle sind gesunken und gar nicht mal so die Angst an sich. Jetzt gibt es verschiedene Gründe. Man könnte sagen, vielleicht ist man das einfach gewöhnt. Ja, überall sind Kameras und irgendwann reagiert man gar nicht mehr drauf. Aber wenn man auch jetzt, also es gibt verschiedene, auch wir haben viele Interviews durchgeführt, manche denken auch wirklich, sie haben nichts zu verbergen. Ja, das ist, also gibt es ganz viele unterschiedliche Erklärungsmodelle, warum sozusagen da eine relative hohe Akzeptanz ist, in so einer Überwachung zu leben. Andere glauben auch, die Technologien bieten viele Möglichkeiten. Am Ende ist es, glaube ich, so eine Mischung. Ja? Die Propaganda funktioniert. Jeder Chinese weiß, dass die Kameras helfen, vermisste Kinder zu finden. Ja, die Kameras werden aber natürlich nicht nur benutzt, um irgendwie vermisste Kinder zu suchen, sondern halt auch zu gucken, ja, wo bestimmte, vielleicht Regimekritiker, wo die sich hinbewegen.
Am Ende, glaube ich, ist es aber auch so, der Westen thematisiert dieses Überwachungsthema ziemlich doll. Also es gab immer staatliche Verfolgung von Regimekritikern, also digital und nicht digital halt vorher. Ich glaube, die Technologien sind halt auch, haben auch viele Vorteile, die China nutzt, um auch Umweltprobleme, Verkehrsprobleme zu lösen. Und ja, ein Thema ist halt auch Überwachung der Bürger. Aber die kritischen Bürger, die man wirklich überwachen will, werden sowieso über noch ganz traditionelle Überwachungsmethoden wie Einschüchterung zum Tee einladen, Hausverbot, Einschüchterung der Familie. Und es sind eigentlich nicht jetzt die Gesichtserkennungstechnologien, die sozusagen eigentlich dazu führen, dass die Eliten, die wirklich kritisch sind, ja, dass die sich nicht trauen, ihre Meinung zu äußern. Genau, das wäre so meine Antwort. Genau, wir haben auch ähnliche Themen wie Privatsphäre, ja, auch hier in Deutschland, ja, die Technologien, also eigentlich haben wir auch das gleiche Thema, was, also wir sehen ja generell global, dass Technologien immer mehr unser Leben beeinflussen. China ist da schon ein bisschen weiter, aber auch hier sind das Fragen, die wir uns alle stellen müssen. Super, wir sammeln jetzt die letzten zwei Fragen noch und dann geht es nochmal abschließend an euch zurück. Würden Sie dieses Konzept der souveränen Demokratie noch mal ein wenig beschreiben? Danke. Ja, ich fand interessant Ihre Gegenüberstellung von Rule of Law und Rule by Law. Und bei Ihren Beispielen bei Rule by Law brachten Sie oft immer moralische Unterfütterung, also Rechtfertigung, warum man Recht setzt. Und da ist doch eine große Ähnlichkeit zwischen dem chinesischen Regime und dem russischen Regime. Das funktioniert doch wahrscheinlich so ähnlich, sodass das doch vielleicht doch ein alternatives Skript sein könnte mit einer Ausweitungstendenz vielleicht nach Afrika oder wie so etwas. Ist so ein Szenario möglich, oder? Also ich kann ganz kurz die beiden Fragen beantworten. Souveräne Demokratie ist eigentlich sehr einfach. Es ist eine Demokratie, die von außen niemand beeinflussen kann. Ganz simpel. Die ganzen sinistren Kräfte, die gegen Russland agieren, haben keine Chance, in dieser Demokratie irgendwelchen Einfluss auszuüben. Die Menschen entscheiden selbst, was für sie und natürlich auch für Russland, denn die Menschen und Russland sind dasselbe, im besten Interesse ist. Das ist die Definition. Wenn Sie wollen, ist jede Demokratie, wo keine externen Einflüsse vorhanden sind, souveräne Demokratie. Der Punkt ist aber, dass die meisten Demokratien der Welt nicht souverän sind, weil sie von den geheimen Kräften aus Washington kontrolliert werden. Zum Thema Rule by Law. Sie haben absolut recht, Russland ist auch so ein klassisches Beispiel von Rule by Law. Genauso wie China. Ich würde fast sagen, sogar mehr vielleicht als China, weil Russland extrem legalistisch ist. Der Punkt ist nur, ich würde Rule by Law nicht als Skript, sondern als Verwaltungstechnologie definieren. Wenn Sie Tausende und Millionen von Beamtinnen und Beamten irgendwie organisieren müssen, müssen Sie das mit Schriftdokumenten machen und mit klaren Ordnungen und mit ganz schriftlichen Anweisungen. Und dann landen Sie bei Rule by Law. Sie können nichts anderes machen. Deswegen, ich glaube nicht, dass da hinten so ein echter, originäres Skript steht. Aber ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja, ich würde das auch so sehen. Steht eben die Ablehnung des Rule of Law, also das Binden politischen Handelns an das Recht. Und damit, da kommt ja eine ganze Menge. Da kommen individuelle Rechte, alles Mögliche, die hier ganz klar, also das rechtsförmige Regieren ist nicht das Gleiche wie an Recht gebundenes Regieren. Und da, denke ich, unterscheidet sich dann das chinesische Skript schon sehr deutlich. Und ich würde sagen, bis zu einem Punkt, dass es dann nicht mehr den Anspruch erheben kann, liberal zu sein. Die spannende Frage, die wir heute nicht mehr diskutieren werden können, aber die für die nächste Woche vielleicht relevant sein könnte, ist inwiefern das chinesische Skript ein Modernisierungsskript ist, das liberale Elemente enthält, aber dann doch eine Alternative. Also das Ziel der Modernisierungstheorie ist ja Fortschritt, ne? Und auch ganz stark Fortschritt durch technologischen Wandel und durch wissenschaftliche Erkenntnis. Und das, glaube ich, schreibt übrigens auch Russland, ne? Und dann ist die Frage, aber wie kommt man da hin? Und
China würde eben sagen, das Liberale mit großem L brauchen wir da nicht unbedingt. Wir haben, und insofern ist es schon eine Alternative, ne? Könnte man zumindest argumentieren. Bei Russland, die Frage von vorhin aufgreifen, wie weit das vielleicht sogar eher ein Antimodernisierungsskript ist. Ne? Also dieses Rückgewandte, dieses Sozialkonservative. Also das wäre, glaube ich, noch was, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, das weiter zu vertiefen. Aber das sind doch so Fragen, da ist noch viel Musik drin und mit denen werden wir uns natürlich auch weiterhin beschäftigen. Ich darf euch beiden ganz herzlich danken für die beiden tollen Vorträge. Ihnen, wie immer, für die tollen Fragen und die Kommentare. Und Sie dürfen sich jetzt mit mir auf nächste Woche freuen, wenn wir zwei Powerhouses haben. Also Nicole Deitloff kennen Sie vielleicht aus Funk und Fernsehen. Das ist also eine sehr engagierte Kollegin, die auch eine Public Intellectual ist und sich an ganz verschiedenen Fronten sozusagen mit Kontestationen des liberalen Skripts beschäftigt, von der Documenta bis hin zu Radikalisierungsforschung. Und sie wird diskutieren mit Ralf Füchs, der vielleicht einigen von Ihnen auch noch ein Begriff ist, der hier bei den Grünen sehr lange aktiv war, die Böll-Stiftung lange geleitet hat und mittlerweile einen eigenen Think Tank gegründet hat, das Zentrum Liberale Moderne, und der sich eben sehr stark mit ökologischen Fragen beschäftigt und die Zukunftsfähigkeit des liberalen Skripts eben auch daran festmacht, wie wichtig Wachstum, Sie erinnern sich an Philipp Lepenese's Vorlesung, wie wichtig Wachstum eigentlich für Fortschritt und das liberale Skript ist. In diesem Sinne freuen Sie sich auf die nächste Sitzung, nächste Woche, und kommen Sie gut durch die Woche. Bleiben Sie gesund.